Gespenst von Canterville nach der wunderbaren Erzählung von Oscar Wilde ist natürlich die Hauptfigur, das Gespenst von Canterville, Sir Simon von Canterville, der vor vielen hundert Jahren seine Gattin umgebracht hat und deswegen jetzt als Geist dazu verdammt ist, im Schloss zu spuken. In diesem Schloss wohnen außer ihm noch die Mrs. Amney, die Haushälterin, und ihr Sohn David. Die leben dort schon sehr lange, fühlen sich dort sehr wohl, solange das Gespenst ihnen nicht zu viele Schwierigkeiten bereitet. Aber sie haben sich eigentlich arrangiert mit dem Gespenst und akzeptieren das als einen Teil dieses Schlosses. Jetzt taucht da plötzlich eine Familie auf, die Familie Bürkli aus Zürich, deren Vater Georg Bürkli Immobilienmakler ist und das Schloss kaufen möchte, um es dann gegebenenfalls teuer weiterzuverkaufen. Georg Bürkli hat ein recht schlichtes Motiv. Also er hat immer nur so, irgendwie da so lacht er dann auch. Er lacht also in diesem sehr komplizierten Intervall. Mit ihm dabei ist seine Tochter Virginia, die die zweite Hauptfigur des Stückes ist, die nachher dann im zweiten Akt dann mit dem Gespenst eine etwas nähere Bekanntschaft macht. Und da, mit dabei sind auch zwei Zwillinge. Meterdicke Mauer, Grusel und Erschauern, Gitter vor den Fenstern, Schatten von Gespenstern, verheilende Scheine, Flüche, verdorbene derbe Gerüche. Das sind die Zwillinge, die nachher noch ein bisschen schneller die ganze Zeit in Reimen sprechen, was die Schwester total nervt. Die beiden sind zwei richtige Rabauken, die eigentlich nichts anderes im Kopf haben, als durch das Schloss zu jagen und das Gespenst, von deren Existenz sie dann erfahren, zu ärgern und zu jagen, sodass das Gespenst letzten Endes sich dann gar nicht mehr wohlfühlt in seiner Rolle als Gespenst und nur noch Ruhe möchte und am liebsten seinen ganzen Gespensterberuf, auf den es ja stolz ist, aufgeben. Dann gibt es noch eine sehr wesentliche Person. Dieses Motiv hören wir zum ersten Mal als eine Art Hupe von Frauke und das bleibt ihr dann aber die ganze Zeit. Und diese gute Frauke ist nicht nur die Sekretärin von Georg Bürkli, sondern auch seine Geliebte. Dazu muss man wissen, dass die Mutter von Virginia, die Frau von Georg Bürkli, aus uns nicht bekannten Gründen leider ein Jahr vor diesen Geschehnissen gestorben ist. Und Virginia hat verständlicherweise mit dieser Frauke Beke ein großes Problem. Frauke Beke Hansen ist auch eine ziemliche Zicke, muss man sagen, die nichts anderes im Kopf hat, als eines Tages Frau Dr. Bürkli zu werden und außerdem noch mit dem Schloss ganz dubiose und nicht sehr schöne Pläne hat. Sie wird auch in der Oper liebend gerne von der S-Klarinette begleitet. S-Klarinette ist eine sehr hohe, schrille, leicht penetrante Klarinette. Virginia ist so ein bisschen hin und her gerissen und verloren in dieser ganzen Situation, weil sie zu ihrem Vater nicht mehr so einen rechten Kontakt hat. Sie versucht, die Rolle ihrer Mutter zu übernehmen, indem sie versucht, die Zwillinge zu erziehen, die sich aber nicht erziehen lassen. Und dann kommt da auch noch dieses Gespenst. Wir haben in der rechten Hand Dur-Akkorde, die sich nach oben bewegen und in der linken welche, die sich nach unten bewegen. Zusammen klingt es dann so. Und das zeigt so ein bisschen die Zerrissenheit von Virginia, die also auf der einen Seite ihren Vater liebt, auf der anderen Seite ihn gerade gar nicht mag. Und sie ist daher ziemlich verzweifelt durcheinander und lernt dann in diesem Zustand das Gespenst näher kennen. Sie träumt von dem Gespenst zu Beginn des zweiten Aktes, wie das Gespenst vor langer Zeit seine Gattin umgebracht hat. Und da werden ihr die Zusammenhänge klar. Zum einen, warum da so ein seltsamer Blutfleck ist, der auch noch ständig die Farbe wechselt, nachdem Frauke Beke Hansen das einmal mit einem Blitz und Blank, das sie dann werbemäßig auch noch besingt, das ist ein Wischtuch, wegputzt und dieser Blutfleck dann auch tatsächlich verschwindet. Also sie versteht, warum da dieser Blutfleck ist, sie versteht, warum das Gespenst spukt und wacht auf von diesem Traum und erblickt das Gespenst, das plötzlich neben ihr steht. Sie erschrecken sich und dann fangen die an zu reden und da erfährt Virginia das eigentliche Schicksal dieses Gespenstes und auch uns wird das Gespenst, was vorher gespukt hat und von dem wir eigentlich nicht so viel erfahren haben, kommt uns, das Gespenst wird uns plötzlich sehr nahe. Wir merken, Virginia hat Mitgefühl mit dem Gespenst und sie treffen sich dann nochmal und da erfährt Virginia die Möglichkeit, die besteht, dass das Gespenst erlöst werden kann. Es gibt da eine Inschrift: Wenn ein Kind um Gnade fleht, für den Sünder im Gebet,
wenn es Weinen sich erbarmt und den Mörder gar umarmt. Dann wird's im Hause endlich still und Frieden findet Canterville.